Jojojo, wir haben Samstag, den 24.11. Es ist 5.15 Uhr morgens oder nachts. Mein YouTube-Kanal Burner TV hat 1560 Abonnenten und 304.000 noch was Klicks, liebe Leute. Ja? In der heutigen Folge geht es um das Burner TV Bundesliga-Tippspiel. Und ja, ich weiß, die Folge kommt jetzt ein wenig spät. Müsste eigentlich so unter der Woche kommen, aber ihr spielt ja eh alle bei Kicktipp, ja, an dieser Stelle, also, sorry, ich hatte einfach keine Zeit, man, keine Zeit, glaubt mir, ich bin am Arsch, ja, ich habe auch nicht gepennt seit 100 Jahren, wollte eigentlich schon lange pennen gehen, und was mache ich, Spaß jetzt um 5 Uhr morgens noch immer hier und rede mit einer scheiß Kamera, okay. Jedenfalls, der 12. Bundesliga-Spieltag steht hier vor der Tür und ich habe es gerade noch so geschafft, heute Nachmittag so meine Kicktipp-Tipps abzugeben, ja, damit ich da keine Punkte verliere. Und muss sie natürlich jetzt mit euch mitteilen, also euch, ja. Ein Spiel ist leider schon gewesen, aber was soll ich sagen? Ansonsten an alle Leute, die auch gerne hier mitspielen oder sich denken, was labert der Spasti da, der hat keine Ahnung. Wir machen hier bei Burner TV ein wunderbares Tippspiel in einer wunderbaren Community. Wir haben pro Spieltag zwischen 80 und 100 Mitspieler, die bei Kicktipp, liebe Leute, wenn ihr nicht wisst, was Kicktipp ist, dann geht auf kicktipp.de, ganz einfach, ja, mitspielen und das ist ganz toll, ja, es macht ganz viel Spaß, viele Leute spielen regelmäßig mit, denn Fußball gucken und tippen ist das Beste, was es gibt, ja, so, ihr geht auf kicktipp.de, geht dann auf Spieltipp, Kicktipp, Spieltipp oder wie es heißt, suchen, ja, und dann schreibt ihr Burner TV Bundesliga und dann könnt ihr euch da mit zwei Klicks anmelden und ihr spielt mit, ganz einfach. Es gibt Regeln, aber diese Regeln stehen, glaube ich, unter dem Video. Ja, und falls ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich. Ich bin einfach viel zu müde. Ja, ihr kriegt Punkte und dann gibt es eine Tabelle, die seht ihr am Ende von jedem Video. Und dann seht ihr immer, wer gut ist in der Tabelle, wer nicht, wer Ahnung hat, wer keine Ahnung hat. Und bliblablub, ihr wisst Bescheid, verdammte Bitches. Ja, so. Kommen wir zu meinen Tipps. Ich habe das vorhin, wie gesagt, gemacht. Leverkusen-Stuttgart habe ich getippt. 3-1. Die haben gespielt 2-0. Ja, okay, ich will mal nicht so sein, ich erkläre euch die Punkte. Ja, tippt ihr das richtige Ergebnis? Exakt, gibt es 3 Punkte, ja. Tippt ihr die richtige Tendenz? Also sprich, einfach den Sieger oder Unentschieden oder sowas. Beim Sieger gibt es einen Punkt, bei Unentschieden gibt es das richtige Unentschieden, gibt es 2 Punkte. Tippt ihr den richtigen Sieger mit der richtigen Tordifferenz zumindest, ja, kriegt ihr auch noch 2 Punkte. Ja. Das heißt, ich habe 3-1 getippt, die haben 2-0 gespielt, es gibt 2 Punkte für mich. Das ist schon mal gut, wenn ein Spieltag so anfängt. Ja. Das ist die Punkteverteilung. Die drei besten Tipper pro Spieltag sind die Tippkönige, die kriegen Bonuspunkte. Platz 3 kriegt 1 Punkt Bonus, Platz 2 zwei Punkte und Platz 1 drei Punkte. Sollte jemand alle Spiele tippen, aber dennoch 0 Punkte erreicht haben, gibt es 10 Punkte minus. Und sollte jemand. Ja, und von all den 80 Mitspielern kriegen diejenigen, die niedrigste Punktzahl erreicht haben, die nicht 0 ist, 5 Punkte minus. Ja, also sprich, gibt es welche, die einen Punkt haben, nur kriegen die 5 Punkte minus. Ja, wenn halt 3 Punkte die kleinste erreichte Punktzahl ist, gibt es halt auch 5 Punkte Abzug, ja. Ansonsten, ihr gebt eure Tipps halbe Stunde vor Spielbeginn. Spätestens halbe Stunde vor Spielbeginn ab. So, fertig jetzt, ja. So. Mainz, Dortmund, habe ich getippt 0-3. Ja, wobei macht Mainz ein Tor. Die könnten ein Tor machen zu Hause. Aber Dortmund ist stark. Aber in letzter Zeit auch nicht mehr. Egal, ich habe 0-3 jetzt getippt. Ich lasse es jetzt so, ja. Augsburg, Eintracht, ja. Ich habe es in der Eintracht-Folge 0-4 gesagt. Also die Folge habe ich auch jetzt gemacht, gell? Ich habe heute Nachmittag 0-3 getippt, ja. Aber mittlerweile bin ich besserer Dinge. Ja, ich sage, hier habe ich 0-3 getippt, so ist es halt jetzt, ja. Aber ich denke, die gewinnen noch höher. Aber ist okay, 0-3, ja. Hertha Hoffenheim. Hertha ist zu Hause eigentlich stark, aber Hoffenheim hat einen echt guten Lauf. Ich habe 1-2 für Hoffenheim getippt. Wolfsburg-Leipzig. Leipzig ist auch unnormal stark. Natürlich hoffe ich, dass die da oben neben Eintracht verlieren alle, aber Leipzig macht das schon in Wolfsburg. Ich sage auch hier 1-2. Bayern, Düsseldorf, ja. Boah, was wäre das denn geil? Ja, was wäre das denn geil, wenn Bayern zu Hause gegen Düsseldorf verlieren würde? Ja, ich glaube, ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, das wäre der Abschiedsbrief von Kovac, ja. Wenn die 0-3 zu Hause, wenn die egal verlieren, 0-1 auch gegen Düsseldorf, ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn das so passieren würde, ja.
Denke aber, dass Bayern das machen wird zu Hause. 3-0 für Bayern, ja. Schalke Nürnberg. Ja, die Leute haben ja davon gesprochen, dass Schalke zurück ist, dass die sich erholt haben. Bla, bla, bla. Dann kommt Eintracht Frankfurt, die bämmt die Maiko und zerstört die mal. Aber nach allen Regeln der Kunst mit 3-0. Aber dennoch, Nürnberg ist noch weniger ernst zu nehmen als Schalke. Und auch noch Schalke zu Hause mit dieser Anti-Fußball-Taktik, ja. Dennoch denke ich, dass irgendwie so zwei Dinger, so glückliche so ein Elfmeter und noch irgend so ein komisches Tor von Schalke reingehen werden. Tippe dann mal auf ein 2-0 für Schalke. Freiburg-Bremen. Freiburg-Bremen, ja, Freiburg das letzte Spiel gespielt. Ich muss mal kurz gucken, Moment. So. Verloren. Zu Hause gegen Mainz 1-3. Ja, wo die davor so gut spielen, dann verlieren zu Hause gegen Mainz. Stimmt, das hat mich auch alles gefickt dann so. Bremen hat auch 1-3 verloren gegen Gladbach, aber Gladbach hat einen Lauf. Ich habe dennoch auf 1-2 Bremen getippt. Irgendwie, ich weiß nicht, überschätze ich Bremen diese Saison vielleicht, aber irgendwie haben die was. Ja, diese Saison. Also ich schätze die schon, aber wo haben die denn die letzten Spiele doch alle verloren? So komisch. Sollte ich unentschieden tippen eigentlich hier? Nein, ich habe so ein Gefühl. Bremen macht es. 1-2. So, und Gladbach, Hannover. Hannover ist. Aber letzter Spieltag war doch eh voll behindert. Da hat doch jeder gewonnen, wo du sagst, der gewinnt nicht. Der verliert, ja. Aber jeder von denen haben ja alle gewonnen. Stimmt, letzter Spieltag war ja der, wo ich nicht mal Tipico gespielt habe. Gott sei Dank, ich hätte alles verloren. So wie immer eigentlich. Aber da hatte ich bitter verloren, weil es ist einfach alles nicht gekommen. Ja, letzter Spieltag war echt, jeder Underdog hat irgendwie gewonnen. Hannover auch. Aber die gewinnen nicht in Gladbach. Gladbach ist in diesem, was ist da vorne Pelzmantel, wie heißt dieser Stürmer von denen, der ist schon, ja. Ich habe 3-1 für Gladbach getippt. Zu Hause. Ich weiß, in letzter Zeit habe ich es voll oft mit diesen 3-1-Ergebnissen. Aber habe ich getippt jetzt, ja. So, das war's. Das waren meine Spiele. 2 Punkte habe ich schon. Ich bin gespannt, was ihr so habt. Ja, gebt eure Tipps ab. Ich hoffe, ihr habt es schon, weil bei mir ist es ja so, wir haben jetzt 5 Uhr morgens, ich war eigentlich so müde, aber jetzt bin ich wieder durch das ganze Scheißlabern wieder so wach geworden, verdammte Scheiße. Ich kann jetzt nicht pennen, ich bin jetzt bestimmt bis 8 Uhr morgens wach und dann penne ich und dann stehe ich auf, so immer so 10 Minuten bevor Eintracht spielt, wach werden, Zähne putzen, Eintracht gucken. So läuft das immer, wenn die Samstag spielen, ja. Und deswegen ist es schon schlau, dass ich meine Tipps einen Tag davor abgebe, ja. Ansonsten ist alles gut. Ist alles gut, ja. Ich kann euch beruhigen. Alle Menschen hier, die nicht wissen, was mit mir nicht stimmt oder sowas, ja. Ihr kleine Idioten, ihr kleinen Bitches-Schlampen, ihr habt keine Ahnung, ja. Ich habe eine wunderbare Dame kennengelernt, ja. Und diese wunderbare Dame ist ein Master-Psychologe, ja. Das ist, also, High-Level, ja. Und ja, natürlich wollte diese wunderbare Dame wissen, ob ich ein Psychokiller bin und gefährlich für sie werden kann. Deswegen hat sie einen Test mit mir gemacht, eine Persönlichkeitsstörung. Ja? Und es hieß, jeder Mensch, verdammt nochmal, auf dieser Welt hat irgendwie, also fast jeder hat irgendwo eine kleine Persönlichkeitsstörung, mindestens eine kleine Persönlichkeitsstörung. Ja? Und es zählen auch schon Dinge als Persönlichkeitsstörungen, die jetzt nicht tragisch sind oder sowas. Ja, so Kleinigkeiten. Aber es ist offiziell Persönlichkeitsstörungen. Ja. Und in ihrer ganzen Laufbahn, verdammte Scheiße, gab es nur 2 Menschen, die normal waren. Ja, die hat es gar nicht geglaubt. Die hat den Test 8-mal mit mir wiederholt. Ja, wieder 3-mal. Hat wirklich wiederholt. Das dauert 1 Stunde, so ein Scheiß-Test. Ja. Ich war der 2. verdammte Scheiße. Ich bin normal. Glaubt es mir, ich bin normal. Ja, verdammt. Ihr habt keine Ahnung, ich bin normal. Ja. Glaubt es mir, ich bin normal. Ja. Ich hab dir auch gesagt, wie kann ich normal? Guck mal, weil ich vor der Kamera mache. Die ganze Welt hasst mich, weil ich ein Idiot bin. Ja. Die sagen, nein, ich glaub es selbst nicht, aber du bist normal. Ja. Aber bei diesem Test, ganz ehrlich, was da für Fragen gestellt werden und was da. Also ich verstehe auch nicht, was. Da werden so Fragen gestellt, wie ob man Stimmen hört. Ja. Ob man glaubt, man kann die Zukunft voraussagen. Ja? Ohne Scheiß. Also es gibt so verschiedene Bereiche, die so irgendwie diverse Persönlichkeitsstörungen voraussagen sollen, ja, oder diagnostizieren sollen. Was da für Fragen gestellt werden teilweise, das ist schon sehr, sehr, also, ich weiß nicht, für mich war das absurd. Aber anscheinend gibt es Menschen, die antworten dann irgendwie falsch. Ich weiß es nicht, ja. Egal, akzeptiert es einfach, ja. Ich weiß, ihr habt euch immer gehofft, ja, ich bin jede Persönlichkeitsstörung, die es gibt, ja, aber nein, habe ich nicht, ja. Mir wurde sogar letztens vorgeworfen von einer anderen jungen Dame, ich wäre ein Narzisst.
Ja, was ist ein Narzisst, Alter? Was für ein Nazi, Alter? Ja, dann habe ich erstmal gegoogelt, was Narzisst ist. Spaß. Aber, nein. Ja, dann dachte ich, cool, ich bin Narzisst. Ja, ist voll cool. Aber das wurde auch da irgendwie widerlegt. Ich bin keiner, verdammte Scheiße. Ich bin gar nichts. Ich bin einfach normal. Ja, so voll langweilig, sagt die so. Ja, auf einmal, ja. Soll ich ein Psychokiller sein oder was? Verdammte Scheiße. Ja, aber sowas redet doch nicht ein Psychokiller. Ich bin doch schlau genug als Psychokiller, um zu wissen, wie ich so einen Test aushebeln kann, damit man meine Leichen im Keller nicht findet. Ja, aber okay. Leider Gottes, ich bin normal. Ich habe keine Persönlichkeitsstörung. Ja, fickt euch alle, die das dachten. Ja, so. In dem Sinne, solche Dinge kann ich auch nur hier ansprechen, ja, bei Kickt, bei diesen Burner TV muss ich ja Tippspielen, das guckt eh niemand, das gucken nur die Hardcore-Leute hier bei Burner TV, ja. Deswegen kann ich so prekäre Dinge hier ansprechen, weil ich weiß, das guckt eh niemand, ja. Bei den anderen Folgen so kann ich sowas nicht sagen, weil dann kriege ich wieder Stress mit von allen Seiten, ja, aber ist egal jetzt. In dem Sinne, ich bin normal, ja, ist halt so, ich war selber geschockiert, ja, aber ist okay, ich bin normal. Und nur der zweite in 5 langen Jahren, ja, aber okay, das waren meine Tipps, die ich irgendwann vor 10 Minuten gesagt habe. Schreibt mir gerne eure Tipps hier rein. Und ja, ich bin dabei. Balla balla. Also nicht balla balla. Okay. Gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, scheißegal, ja. Ich bin so müde. Ich bin sogar zu müde, um die Kameras auszudrücken. Kann ich sie nicht mit dem Mund steuern. Kamera, geh aus. Oh, die ist immer noch an. Ja, okay, scheiß drauf. Ihr wartet bestimmt immer so, noch so, dass irgendwas passiert, gell? Aber nein, ich bin echt nur gerade zu faul, um meinen Arm zu bewegen, um die Kamera auszumachen. Ich lade gerade Akkus nebenbei für den Videodreh am Sonntag, ja. So, hier, diesen. Das ist ein Akku, ja. Falls ihr nicht wisst, googelt es. Ja, man kann Dinge damit machen, ja. So Briefbeschwerer, ist gut. Tschüss jetzt, verdammte Scheiße. Geht nicht, könnt ihr nicht einfach von alleine ausmachen? Ja, geht nicht, gell? Ich muss ausmachen. Ah, scheiße. Nicht, womit ich die... Ah, warte. Ich versuche jetzt mit diesem Stift die Kamera auszumachen. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Oh, das fehlt 1 Zentimeter, warte. Ich drücke schon drauf, aber es geht nicht. Kennt ihr, ich bin schon lange mit meiner Hand selber schon dran, aber jetzt will ich es unbedingt mit diesem Stift schaffen. Geh jetzt aus, Kamera. Ich hab's geschafft. Also das Bild ist schon weg, aber ihr hört mich noch. Ich hab's geschafft, ja. Okay, jetzt geht's endlich, was weiß ich, was ihr machen wollt. Geht masturbieren oder schlafen. Jetzt tschüss.